Hallo, ich grüße euch. Heute geht es mal um das Thema Mindset und Lebenseinstellung. Mein Name ist Thomas Klein und von Klein Consulting. Und ja, ich habe letztens hier mal kurz eine Story dazu, letztens eine Dokumentation gesehen. Ich glaube, es war einer von den Mainstream-Kanälen auf Video, auf YouTube, ARD, ZDF oder Die Welt oder irgendwas in der Richtung. Und da ging es eben über Atlantic City. Atlantic City, wie da eben der Shutdown erfolgt ist und wie die natürlich komplett vom Tourismus abhängig sind, weil das ist natürlich sozusagen das Las Vegas der Ostküste. Für diejenigen von euch, die Atlantic City nicht kennen. Und dort wurde dann interviewt, verschiedene Personen und unter anderem eine Person, die davon lebt, also ausschließlich davon lebt, dass sie Touristen auf der Straße, also es war ja, ein Mann mittleren Alters, eigentlich gar nicht so alt, auf der Straße Gitarre spielt und auf der Straße sozusagen, ups, Gitarre spielt und eben dann davon lebt, dass Touristen ihm was in den Hut reinschmeißen. Ja? Und nur davon lebt, er lebt also so ein bisschen außerhalb, also nicht direkt in der Stadt. Und er beschwerte sich, dass die Touristen aufgrund der ausbleibenden Touristen er normalerweise innerhalb von 2 bis 3, 4 Stunden maximal 40, 50, $60 in den Hut drinnen hätte und verdienen würde. Und dass ihm das auch reichen würde normalerweise, um durch den Tag zu kommen und das eben jeden Tag macht. Und das auch funktioniert schon seit Jahren. Und er war definitiv von der ärmeren Schicht, also er hatte nicht mehr alle Zähne, ja, obwohl er eigentlich ein recht cooler Typ war, ne? Also wenn er jetzt sozusagen nicht gelächelt hat, dann hätte man fast meinen denken können, er ist eigentlich gar kein so ein Straßenmusikant, sondern oder einfach könnte er auch ganz normaler Angestellter sein oder so, aber auf jeden Fall, jetzt wäre es eben scheiße, total schlecht, und weil er einfach innerhalb von 2, 3 Stunden nur 4, 5 Dollar erwirtschaftet hat über seine, über seine Dienstleistung sozusagen, über das, was er eben macht, seine Gitarre spielen und singen oder sowas, ja. Ja, und solchen Leuten müsste jetzt geholfen werden, weil die kommen in wirkliche Schwierigkeiten und die können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und ich schaue gerade, da unten läuft eine Maus. Ich bin hier gerade in so einem kleinen Bach. Und so weiter und so fort. Eben das Übliche zum Thema Corona-Krise und wie die Leute damit umgehen und dass jetzt jeder Bürger dort Helikopter-Money bekommt, 1000 Dollar und so weiter und so weiter. Und all diese Probleme. Wurden noch ein paar mehr interviewt, und ich möchte aber jetzt hier nur mal das Beispiel zum Thema Mindset und Lebenseinstellung dieses einen Musikanten herausstellen. Und zwar, dieser Musikant verdient also, wenn normalerweise das Business läuft, also wenn ganz normale Konjunktur ist sozusagen für ihn, wenn da die Touristen sind und so weiter, dann verdient er einfach innerhalb von 3, 4 Stunden seine 30, 40 Dollar, die ihm zum Leben reichen. Er stellt sich halt die Frage, okay, warum hört er dann nach 4 Stunden grundsätzlich immer auf? Weil das hat er eben auch gesagt, ja, dass ihm das eben zum Leben reicht, er will gar nicht mehr. Das heißt, warum macht er nicht, und das ist eben das Problem in allen Schichten, ja, Kleinunternehmer, Angestellte, was auch immer. Warum macht er nicht, wenn er in 4 Stunden sozusagen so viel verdient, was er zum Leben bräuchte, warum spielt er nicht 8 Stunden durch? Er macht ja ganz offensichtlich das, was ihm sozusagen, er lebt seine Leidenschaft zum Beruf. Ja, sonst hätte er wahrscheinlich da keine Gitarre sich ausgesucht, sondern irgendwas anderes gemacht. Und das ist eben das falsche Mindset. Das ist eben das Mindset, was viele Leute haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon auch indirekt sehr betroffen gewesen und vielleicht immer noch. Mein Vater ist genauso. Ja? Mein Vater, hat mit 14 Jahren angefangen. Damals war das eben so üblich, dass man mit 14 Jahren anfängt, einen Beruf zu erlernen. In den 50er Jahren hat er angefangen, Schmied zu lernen. Der war so gut, so fleißig, dass ihm damals ein älterer, also sein damals älterer Meister, also der Inhaber des Betriebs, angeboten hat, die Schmiede zu übernehmen. Da war er gerade mal 18 Jahre alt. Mein Vater hat damals abgelehnt, weil er eben das Mindset hat, dass er kein Unternehmen aufbauen will. Ja, er ist super clever, super fleißig, aber er will das nicht. Und bis heute, ja, er hätte vielleicht heute mehrere Millionen machen können. Bis heute ist er 80, jetzt wird er in einem Monat ungefähr 80.
Aber er wollte es nicht. Und letztens habe ich mit ihm auch ein bisschen diskutiert über einen Investmentbank und dass der mehrere hunderttausend Euro im Monat an Mieterträgen hat. Und er sagt, was soll ich denn mit dem ganzen Geld? Ja? Also es ist eben das. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Situationen, da wo das Geld nicht reicht. Und ja, das ist eben das Mindset. Und das haben eben viele das Problem. Und ich stelle mir halt die Frage, ob es denn richtig ist, dass man, wenn ich jetzt mir hier in Deutschland, wenn ich mir jetzt anschaue, letzten, zum Beispiel letzten ein, zwei Jahre, in meinem Unternehmen, zumindest ja, ich auch konfrontiert worden bin über zum Beispiel unser System. Ja. Sobald du als selbstständiger Unternehmer oder so oder halt, ja, dein eigenes Ding machst und du über 60.000 Euro Gewinn, also die meisten reden immer von Umsatz, also ich rede jetzt hier mal von Gewinn, ja, das ist das, was dir übrig bleibt, 60.000 im Jahr. Sobald du mehr als 60.000 machst, wenn du jetzt zum Beispiel, und mein Kanal geht ja auch an Leute, die sich selbstständig machen wollen, ich will ja auch Leute ermuntern und helfen oder vielleicht Tipps geben und so weiter, auch Jüngeren und alles. Aber sobald du 60.000 machst, dann kommen alle möglichen bedingten Maulwürfe aus den Löchern gekrochen und wollen eben dir die Kohle wieder abnehmen, ja. Du kommst in einen Spitzensteuersatz rein, du hast Bilanzierungspflicht, du hast das, du hast dies, du hast jenes. Ja, du wirst geprüft, ich bin sofort geprüft worden, um genau nachzuvollziehen, woher die Kohle kommt und was ich mache und so weiter. Ja, mein Gewerbe, ob das auch passt und alles. Wenn du, sagen wir mal, nur 20.000 im Jahr machst mit deiner Selbstständigkeit, dann wirst du in 10 Jahren nicht geprüft, interessiert keine Sau. Ja? Und all diese Dinge. Ja? Und wenn wir zum Beispiel Georgien nehmen, Georgien musst du als Selbstständiger bis 156.000 Euro im Jahr nur 1% Steuern zahlen. Und dann geht es erst richtig los. Na, wenn du dann 1 Million machst, dann musst du mal 30% zahlen und so weiter. Also eine ganz andere, und Georgien ist auch nochmal, sag mal, dreimal so arm wie Deutschland. Na, also hier in München würde man sagen, die Miete zu Georgien und München ist wahrscheinlich im Verhältnis 1 zu 5 oder 1 zu 4. Also, und wir reden hier von 60.000 Euro, das sind mal gerade 5.000 Euro im Monat. Und 5.000 Euro im Monat, du musst dir mal vorstellen, okay, du musst, wenn du jetzt 20-Jähriger bist und würdest dieses Geld verdienen, müsstest du mindestens 20% von den 5.000 weglegen für langfristige Rücklagen für deine Altersvorsorge. Weitere 20% für kurzfristige Rücklagen, für eben so Situationen wie jetzt, ja, wo, dass du eben locker dich vorfinanzieren kannst, wenn es mal nicht so läuft, ein, 2 Jahre im Voraus. Ich rede nicht von ein paar Wochen oder sowas, ja. Die meisten haben jetzt schon Probleme, wenn sie mal 3 Wochen kein Geld verdienen, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Und wenn du jetzt mal schon 30 bist und dieses Geld verdienst als Selbstständiger, dann müsstest du schon 40%, also schon mal 2.000 Euro im Monat weglegen, damit du eben dann in 30, 40 Jahren die Million hast oder halt genug oder 2 Millionen, dass du halt eben deine eigene Rente dann eben hast in was auch immer, ja, in Aktien oder Immobilien oder sonst irgendwas oder an der Kombination daraus. Und summa summarum ist einfach unser System schon grundsätzlich nicht darauf ausgelegt, dass, also es hat sozusagen einen Zeitstempel, ja, ein Verfalldatum, und der rückt immer näher mit unserem Rentensystem, mit unserem Sozial und alles. Und jetzt wird es nochmal Zeitraffer nochmal vorgeholt, ja, indem wir einfach hier ja, also langfristig halt Inflation, ich glaube jetzt nicht an die Hyperinflation wie Dr. Krall übermorgen oder so, sondern diese Inflation, die wird mittellangfristig, wird die sehr stark forciert werden, weil das die einzigste Möglichkeit ist, ohne dass die Leute es zu stark merken, einfach sich die Kohle wieder reinzuholen, was jetzt wieder gedruckt wird und alles. Und kurzfristige Sachen, mehr Abgaben unter dem Deckmantel von Corona etc. pp. Also, das Video hat jetzt schon fast 10 Minuten und ich will es einfach jetzt auch nicht länger machen. Mir tut auch der Hintern weh hier. Ich sitze auf so einem komischen Eisenstab. Auf jeden Fall. Wenn du Single bist, ja, und kein No Strings Attached, ja, also dann musst du dir wirklich Gedanken machen, willst du quasi, wenn du und willst vermögend werden und eben nicht. Und die Mitte wird immer dünner. Die Mitte wird immer dünner, the winner takes it all, Digitalisierung etc. etc. Ja, habe ich in vielen Videos schon angesprochen. Und
Du musst dir einfach die Frage stellen, okay, kann ich das in Deutschland, ja, über irgendwelche Holdingstrukturen und so weiter. Ich verweise auf den Investmentpunk, der hat eine sehr gute, ja, ein paar gute Videos dazu. Aber ich habe auch schon mit vielen Steuerberatern gesprochen, die mir davon abgeraten haben. Ja. Und dann stellt sich halt auch die Frage, okay, wer hat recht und so weiter. Ne? Also es ist ein heikles Thema. Und dann mache ich auch wieder neue Videos dazu. Jetzt wird es mir einfach hier viel zu heiß in dem Anzug hier in der Sonne. Und mache jetzt mal Schluss und bis zum nächsten Mal. Mindset is everything, my friend. Bis dann, ciao.